Schön, dass du da bist, lieber Steinbock. Was ist dein Highlight? Was sind deine Highlights? Was sind die Themen die nächsten 3, 4 Wochen? Das schaue ich mir jetzt mit den Lenormand-Karten an. Steinbock, beachte, diese Legung ersetzt selbstverständlich keine persönliche Kartenlegung, gell? Und ich spreche aus der Sicht einer Frau, gell? Wenn du Mann bist, sei so gut und trage das entsprechend um, gell? Danke dir recht herzlich. Ich schaue als allererstes, was in welcher Situation du die gerade befindest, damit du weißt, ob du mit dabei bist bei dieser Legung oder nicht. Und du kannst natürlich auch dein Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Venuszeichen schauen, gell? Gut. Steinbock. Lieber Steinbock, die Karten liegen. Deine jetzige Situation, schau, ob du da resonierst, ist. Dass du im Grunde eine gute Energie hast, eine positive Energie. Im Grunde deines Herzens bist du gerade im Moment sehr optimistisch. Du hast die Einstellung gerade, dass alles gut wird, das, was nicht gut ist, dass alles richtig ist, auch in irgendeiner Art und Weise geführt ist. Mit dem Kreuz. Aber zu deinem Besten, so eine Einstellung hast du. Gut. Dein Highlight, deine Highlights, deine Themen. Erste Botschaft ist, genau diese kraftvolle Einstellung, genau diese Energie, von der ich gerade geredet habe. Das Glas ist halb voll, nicht halb leer, ja. Genau das ist sozusagen dein Ass im Ärmel.
Fokussiere dich wirklich drauf. Fokussiere dich drauf, ja. Weiters ist ein Riesenthema in den nächsten 3, 4 Wochen. Und jetzt wird es spannend. Ich habe nämlich bei dir, ich schaue gleich dann wirklich direkt immer auf die Liebe auch. Du weißt, ich habe immer wieder wirklich Liebesorakel, die online stehe, wo es ausschließlich um das Thema Liebe geht, aber ab und an schaue ich mal ganz allgemein. Aber bei dir ist das Thema Liebe sehr präsent. Lieber Steinbock, wenn du da resonierst. Übrigens, danke für dein Abo, danke für dein Like, danke fürs Teilen von meinem Kanal. Ich kriege mich voll, wenn du dir was mitnehmen kannst und da bereichert bist. Also, ich habe da liegen, dass es einen Menschen gibt und dass ich den Bären wirklich als männliche Person, die ganz wichtig ist für dich in dieser Zeit. Ja, der Bär schaut auf die Sterne. Es ist ja grundsätzlich schön. Aber die Positionierung der Karten, da fließt ja viel ein. Abgesehen davon bekomme ich Botschaften durch fürs kollektive Feld für dich, lieber Steinbock, zeigt mir, dass dieser Mensch, dieser Bär hier, ja, dich in irgendeiner Form bremst, in Sachen Liebe dich zu entscheiden. Das ist recht interessant. Es ist so, dass dieser Mensch, dieser Mann, mit dir in sporadischen Kontakt ist. Immer wieder mal. Also das ist jetzt niemand, den du nicht kennst. Es ist jemand, der Single ist, also der alleinstehend ist. Und das ist eine karmische Verbindung. Und dieser Mann wirkt auf dich, also wirkt auf dein Liebesleben verlangsamend, blockierend, dass du die Entscheidung treffen kannst, wenn du das möchtest natürlich, dass du einen komplett neuen Weg gehst in Sachen Liebe. Dass du dich dafür entscheiden könntest. Das Kind, wenn du das willst. Auf der anderen Seite ist es so, dass du sehr an der Liebe zweifelst. Du hast irgendwie voll das Vertrauen verloren, dass sie das umsetzt, weißt du, für dich, dass sie dieser Herzenswunsch umsetzt. Das ist so stark ersichtlich. Und ein Stück weit hast du auch Angst, dich wieder zu binden. Ich habe da so diffuse Ängste liegen, weißt du? Unbewusst, einfach was zum Gefühl her. Diese Zweifler
Die rühren daher, dass dein Vertrauen gebrochen wurde. Interessant. Weißt du, wenn ich auf diesen Neubeginn schaue, weil der steht ja zur Wahl, ne? Es ist dieser eine Mann da, der aber ja eher schwere Energie in dein Leben bringt, also leicht, also der steht zur Wahl. Und dann ist auf dem anderen Weg dieser Neubeginn. Ja, wo du halt auch so deine Zweifel hast, gell? Und das Interessante ist, dass ich da schon vom Schicksal her würde da ein Kontakt, ein Mann, auf dich warten. Der Reiter. Richtig, vom Schicksal. Dazu müsstest du dich aber für das Neue entscheiden. Und das tat der Urgurt. 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 Das liegt so schön. Wirklich mit Glück und es tat der Kraft geben. Es hat der Kraft geben. Grundsätzlich, lieber Steinbock, wäre es an der Zeit, oder das zu überdenken, die nächsten 3, 4 Wochen, ob du nicht auch deinen Freundeskreis ein bisschen überdenkst, ob es da nicht die eine oder andere Person gibt, wo es eigentlich darum gegangen ist, loszulassen. Check das mal so. Und wie gesagt, dieser andere Mann, der da erschienen ist, der liegt hier sehr dominant. Ich hoffe, dass die Kommunikation mit ihm sehr, sehr also immer wieder Kommunikation, das habe ich eh schon erwähnt, aber er ist sehr verstrickt, weißt du? In Themen. Keine einfache Struktur, die er da momentan hat. Schwere Energie, weißt du? Es braucht eine Entscheidung, lieber Steinbock. Ich kann mich nur wiederholen. Lieber Steinbock, bitte pass gut auf dich auf. Ich hoffe, diese Legung hat dir die eine oder andere wertvolle Inspiration gegeben. Und ich wünsche dir nur das Allerbeste. Pass gut auf dich auf, nur mal, gell? Viel Segen für dich und bis bald, Stella.